So, Leute, da sind wir beim nächsten Deck-Tag. Viele Leute wissen es ja nicht. Ich war mal Raucher. Don't do it. Und ich bin sehr froh, seit etlichen Jahren aufgehört zu haben. Solltet ihr auch tun. Und ich habe damals auf einem Turnier dieses Deck hier mal gespielt. Und ich war eine Menge am Rauchen. Ich habe eine komplette Schachtel Zigaretten weggeraucht. Deswegen ist das hier für mich das Kettenraucher-Deck. Auch wenn es noch das Chain of Smog-Deck gibt, was wir auch Kettenraucher-Deck nennen. Aber das hier ist das Kettenraucher-Kettenraucher-Deck. Und ja, ich kann ganz viele lustige Sachen hierzu erzählen. Zum Beispiel zum Deck-Tag fangen wir an, nicht mit dem Deck, sondern mit den Zusätzen, die ich dabei habe. Weil ich habe euch heute mitgebracht, die sind nämlich ganz wichtig. Die sind ganz wichtig. Also, die sind wirklich, wirklich wichtig. Sticker. Wir spielen diesen Deck Sticker. Wir haben ein Sticker-Deck. Zum Beispiel Notorious Sliverball, Werewolf Lightning Mage, Geek Lotus Warrior, Ursar Dark Cannonball, Eldrazi Guacamole Tightrope, Demonic Tourist Laser, Phyrexian Midway Bamboozle, Familiar Beeble Musket, Misunderstood Trapeze Elf und Coronist Otterstorm. Das sind die Sticker, die ich spiele. Ganz wichtig, hinten drauf stehen die Regeln zu Stickern. Und die erklärt ihr eurem Gegner. Die Sticker-Regler. Das müsst ihr lernen, wenn ihr dieses Deck spielt. Das zweite, was ich dabei habe, immer, ist auch mein Ticket-Bucket-Bot. Und sind meine Attractions. So, hier, irgendwo fehlen zwei Attractions. Ich habe eigentlich 10. Ihr müsst mir glauben, ich habe 10. 2, 4, 6, 8. Ich weiß nicht, wo die anderen zwei hin sind. Auch die mischt ihr. Erklärt eurem Gegner, hier hinten drauf steht's extra, wie Attractions funktionieren, wie viel gelimited ist und wann ihr die öffnen dürft und was ihr macht mit dem Würfel und so weiter. Und dann mischt ihr die, lasst den Gegner abheben, legt die in die Zone. So. Warum ihr das Ganze macht, ist ziemlich einfach. Das verdoppelt eure Spielzeit. Wenn ihr den Gegner nicht mögt, dann macht ihr das nicht. Also im Competitive Turnier müsst ihr es immer machen. Aber das verdoppelt eure Spielzeit von diesem Deck. Das Deck ist wirklich, also ihr seid in 2-3 Minuten mit dem Match durch. Entweder habt ihr verloren oder gewonnen. Dieses Deck ist All Spells. All Spells funktioniert wie folgt. Wir haben 4 Kreaturen drin. Balustrad Spy. 4 Mana, 2-3 fliegend. Wenn er ins Spielfeld kommt, wählen wir einen Spieler auf, der Spieler mild, bis er ein Land hat. Also legt Karten von seinem Deck in seinen Friedhof, bis er ein Land hat. Das ist unser Deck. Wir wählen uns und sagen, ups, we have all spells. Wir haben keine Länder im Deck. Dieses Deck hier spielt komplett ohne Länder. Das war früher richtig. Heutzutage spielen wir halt hier diese Flip-Länder. Ich zeige euch die gleich. Wir wollen unser Deck in den Friedhof werfen. Das hilft uns. Genauso der Anlass, die Informer. 3 Mana, 2-3 Human Rogue. Für einen Mana können wir eine Kreatur opfern, zum Beispiel ihn selber. Und können dann den Spieler so lange Karten abwerfen lassen von seinem Deck in seinen Friedhof, bis wir ein Land revealen. Auch hier haben wir praktisch 8 Enabler. Davon brauchen wir einen auf der Starthand. Was wir auch auf der Starthand brauchen, ist Mana. Da haben wir, ich habe es schon geteasert, zum Beispiel Turn Timber Symbiosis. Turn Timber Symbiosis ist dieser wunderbare Spell. Das ist auch die Frontseite, die in eurem Deck ist. Egal, wie rum ihr die in euer Deck getan habt, weil ihr sie aus Versehen wieder als Land in euer Deck gemischt habt, was ihr nicht tun solltet, by the way. Ihr habt immer diese Vorderseite. Und diese Vorderseite ist eine Sorcery, die für 7 Mana irgendwas tut. Ich habe keine Ahnung was. Ihr könnt die aber auch auf der Rückseite spielen, von eurer Hand. Könnt ihr euch aussuchen, die als Land zu spielen. Da macht die grünes Mana und ihr verliert 3 Leben. Es ist halt der Punkt, die beiden hier sehen das als das. Auf der Hand ist das das. Beim Spielen könnte es auch das sein. Und damit haben wir Länder im Deck und Mana im Deck, ohne dass wir Mana im Deck haben. Das ist großartig. Ich liebe dieses Deck. Davon haben wir 4. Dann haben wir 4 Agadims Awakening. Warum auch immer ich die Karte da hochlege? Wartet. So. Ich bin voll auf der Höhe. Die macht für 3 schwarze Mana und X irgendwas. Keine Ahnung. Hier auch wieder schwarzes Mana. Ihr merkt, für mich ist das hier ein absolutes Meme-Deck. Aber unterschätzt es nicht. Es gibt Leute, die mit diesem Deck
4-0 auf Magic Arena gespielt haben und auch andere Top-Platzierungen gemacht haben. Unterschätzt dieses Deck nicht. Und nur weil es keine Länder spielt, ist es übrigens nicht günstig. Ich wollte das nur mal gestated haben. Nicht nur Länder sind teuer. Dann haben wir 4 Eldritch Spirit Guides. Den können wir aus der Hand exilen, um grünes Mana zu machen. Wir müssen ja Mana machen. 4 Stück brauchen wir. Dann haben wir 4 Xiamen Spirit Guides. Und das ist dasselbe in Rot. Ich muss die mal andersrum machen, damit ich sagen kann, oh, ist dasselbe in Grün. Aus der Hand exilen für ein rotes Mana. Dark Red aus einem schwarzen Mana macht 3 schwarze Mana. Ihr merkt schon. Es geht hier um Mana. Lotus Petal aus 0 Mana macht 1 Mana. Wir haben schon wieder ein Mana. Kabal-Ritual aus 2 Mana macht 3 Mana. Threshold mit 5 Mana passiert sehr, sehr, sehr selten. Kann aber auch mal passieren. Grundsätzlich machen wir aus 2 Mana einfach 3 Mana. Chromox. 0 Mana Artefakt, wenn es ins Spielfeld kommt, imprinten wir eine Handkarte oder können wir eine Handkarte imprinten. Und das Ding macht Mana zum Beispiel von der Farbe der imprinteten Karte. Können wir zum Beispiel schwarzes Mana mitmachen oder grünes Mana, blaues Mana, rotes Mana, haben wir glaube ich alles drin. Ist wirklich ganz gut. Ja, das war das Mana. Wie kommen wir jetzt an das Mana? Wir haben die Möglichkeit zum Beispiel Summoner's Pact zu spielen. Summoner's Pact sucht unser Deck nach einer grünen Kreatur und nimmt die auf die Hand. Das wäre in dem Fall Eldritch Spirit Guide. Oder wir haben als One-Off auch ein Wild Charis drin. Der kostet ein grünes oder rotes. Wir können opfern, um Mana die Farbe zu bekommen. Manchmal ist es doch ein bisschen schwieriger, von diesem ganzen Rot und Grün auf Schwarz zu kommen, damit wir so Dark Red into coolen Dude machen können. Und wir brauchen halt auch schwarzes Mana für die Dudes. Und damit können wir mit Summoner's Pact eben einen Mana-Filterer spielen, den für ein rotes oder ein grünes und opfern den für ein schwarzes. Das ist die Idee. Ja, was machen wir jetzt, wenn wir unser ganzes Deck gemillt haben? Wir haben 4 Nakromöben drin. Wenn die vom Deck in den Friedhof gehen, was sie in dem Fall tun, kommen sie ins Spiel. Das heißt, wir haben dann 4 Kreaturen im Spiel, was schon mal ganz gut ist. 4 Kreaturen im Spiel bedeutet, wir können ein Dread Return aus dem Friedhof spielen. Wir können 3 Kreaturen opfern, um eine Kreatur aus dem Friedhof wieder ins Spiel zu bringen. Hier muss es die Warhammer-Version sein, weil ich brauche eine Warhammer-Karte in jedem Deck, das ich aktuell für euch deckdecke. Und das habe ich so eine kleine Challenge für mich selber. Und das ist die Challenge dafür. Dann beschwören wir Tassas Orakel. 2 Mana, 1-3, wenn es ins Spielfeld kommt. Gucken wir die obersten X-Karten des Decks an. Belegen die beliebige Reihenfolge, glaube ich, zurück oder so ein Typ. Keine Ahnung, was die sonst tut. Wichtig ist, wenn wir keine Bibliothek haben, wir spielen, die haben wir Spiel gewonnen. Wenn wir 1-2 Karten im Deck haben, haben wir auch gewonnen. Aber eigentlich haben wir 0 Karten im Deck. Wer das nochmal durchlesen will, kann das durchlesen. Ich mag Tassas Orakel nicht. Ich finde dieses Deck lustig. Es hatte früher auch mit ganz anderen Mechaniken noch gearbeitet, um irgendwie alle Menschen wieder zu beleben. Also man hat so einen Engel drin gehabt, der dann alle Menschen wiederbelebt hat, damit man mit dem Engel und den Menschen so einen Dude reanimieren konnte, der gesagt hat, also es war auch ein Mensch, tappe irgendwie 3 Menschen oder 3 Wizards, zieh eine Karte oder tappe einen Wizard, zieh eine Karte, Asami. Und dann den Laboratory Maniac, der gesagt hat, wenn man eine Karte zieht und keine mehr im Deck hat, hat man ein Spiel gewonnen. Weil er auch ein Human ist. Und das war halt damals cool. Heute muss man einfach nur noch Tassas Orakel hat gewonnen. Boring. Aber halt konstanter und deswegen spielt man es. Trotzdem boring. Genau. Dann haben wir noch 2 Cable Therapy im Deck. Wir nennen irgendeine Karte, wählen den Spieler aus und der muss die Karte abwerfen, wenn er sie auf der Hand hat, ist im Endeffekt nur dafür da, damit wir, wenn wir Tassas Orakel auf der Hand haben, das irgendwie loswerden, damit wir es reanimieren können. Oder den Gegner vorher mal zu schauen, ob er einen Force of Will hat. Ähnlich haben wir auch noch 4 Thoughtseize drin. Auch die, wenn wir einen Mana to spare haben, können wir die casten, bevor wir in unsere Combo gehen, damit wir im Notfall dafür sorgen können, dass der Gegner eben nicht unsere Hand disruptet, beziehungsweise unsere Combo disruptet. Ähnliches Prinzip, Pact of Negation. 0 Mana, Instant, wir countern Spell für 0 Mana. Und wenn wir zum nächsten Upkeep nicht 5 Mana bezahlen, haben wir das Spiel verloren. Ihr habt den blauen Pack gar nicht erklärt. Der ist ein 0 Mana, wir suchen unser Deck nach einer grünen Kreatur und wenn wir 4 Mana zum nächsten Upkeep nicht bezahlen, haben wir das Spiel verloren. Also das Spiel ist meistens verloren, wenn wir es nicht gewinnen. Sagen wir es mal so, wir haben kein Deck mehr, wir müssen Mana bezahlen, das wir wahrscheinlich nicht haben und haben keine Wincon mehr. Also wenn wir disrupted werden, sind wir meistens im Arsch. Dann haben wir noch eine Bridge from Below. Das ist eine Karte, die sagt, wenn ein Non-Token-Creature vom Feld im Friedhof geht und die im Friedhof liegt
also von uns in den Friedhof geht, kriegen wir einen 2-2-Zombie. Machen wir meistens, damit wir noch ein paar mehr Kreaturen haben, aus diesen 3 mach oder aus den 4 mach eben 5 oder 6, damit wir noch 2 Cable Therapies schmeißen können oder so. Ist nur ein Backup. Und wir haben den Platz to spare und die wird auch irgendwie aus dem Friedhof entfernt, wenn der Gegner irgendwas macht. Ist egal. Und ein Memories Journey. Das ist eine neue Add-on-Karte dazu, die man früher nicht gespielt hat, die ich aber sehr, sehr cool finde. 2 Mana Instant, ein Spieler shuffelt 3 Karten aus seinem Friedhof in sein Deck. Also bis zu 3 Karten. Für Flashback ein grünes. Das ist halt ganz cool. Wir können halt sowas wie Tassas Orakel und 2 Petal oder sowas da reinmischen und können halt sagen, okay, probieren wir das in 3 Runden nochmal. Egal welche Kartenrunde wir ziehen, in 3 Runden machen wir es nochmal. Ist ganz nett, wenn der Gegner da versucht zu disrupten. Ja, das ist das Deck. Das Deck ist erste Runde, ich habe gewonnen oder ich habe verloren. Darauf würde ich auch euch empfehlen zu Mulligan. Also Mulligan ist, ihr braucht so einen Dude und ihr braucht das Mana. Habt ihr nur den Dude und fast das Mana behalten, habt ihr das Mana, aber den Dude nicht behalten. Damit habe ich euch einen Mulligan-Guide geschenkt. Bitteschön. Gucken wir uns das Sideboard an. Das Sideboard beinhaltet 2 Surgical Extractions. Surgical Extraction auch hier als Free-Spell gedacht, um auf die Hand des Gegners zu schauen. So ein Force of Will, was man vorher schon mal gespielt hat, zu exilen und damit man nicht mehr in Force of Will läuft oder in einen Endurance oder sonst was. Einfach mitnehmen und sowas ausschalten ist sehr, sehr stark. Für ein schwarzes 2 Leben können wir eben eine Karte aus dem Friedhof exilen und gucken uns dann die Hand des Deck und den Friedhof des Gegners an und exilen alle Karten mit demselben Namen. Super, super stark. Dann ein Foundation Breaker. 4 Mana 2-2, wenn der Spiel bekommt, zerstören wir ein Artefakt oder Enchantment für 2 Mana Evoke. Wichtig, weil wir halt sowas wie Leyline oder ein Cage oder so, die sind ziemlich mies für uns und wir verlieren das dagegen ziemlich schnell. Nicht nur gegen Force of Will, sondern auch gegen so einen Mist. Und deswegen brauchen wir auf jeden Fall so Artefakt oder Zauberungsremove. Den haben wir auch in Form von 4 Force of Vigor. Wenn es nicht unser Zug ist, können wir eine grüne Karte aus der Hand exilen und können bis zu 2 Artefakte und oder ein Enchantment zerstören. Auch hier 4-mal super wichtig. Dann 3 Leyline of Sanctity, 4 Mana Enchantment. Wenn die auf der Startbahn ist, können wir die direkt ins Spiel bringen. Wir haben Hexproof. Wichtig gegen Discard-Decks, weil wir auch anfällig gegen Discard sind. Das ganze Deck ist super fragil. Aber was willst du erwarten von einem Deck, was irgendwie 60-70% hat, Turn 1 zu gewinnen, wenn der Gegner nicht disrupted? Ja, wir haben Hexproof, der Gegner kann das nicht discarden, sehr, sehr wichtig. Und dann so ein bisschen was gegen Counter. Wir haben 3 Xanthid Swarms für ein grünes 0-1 fliegend. Wenn er angreift, kann der verteidigende Spieler keine Spells mehr spielen. Das heißt, wir spielen in erste Runde, greifen dann an und gehen dann auf und gewinnen halt Turn 2. Oder wir haben grünes Mana to spare und spielen Veil of Summer. Veil of Summer sagt, der Gegner kann keine Permanente, die wir haben oder uns, mit schwarzen oder blauen Zauber mehr kontern oder targeten. Und wenn der Gegner einen blauen oder schwarzen Zauber gespielt hat, dürfen wir eine Karte ziehen. Das brauchen wir eigentlich nicht, aber ja, das ist das Sideboard. Ziemlich schnell. Anti-Blau, Anti-Hand, Anti-Artefakt, Anti-Grave. 15 Karten. Gib ihm. Das ganze Deck-Tag ist super schnell gewesen. Und ich habe euch, glaube ich, in dem Deck-Tag schon alles erklärt, was das Deck tut, was das Deck gut macht, was das Deck schlecht macht. Ich habe euch erklärt, warum ihr wunderschöne Sticker und Attraction spielen solltet. Und ich glaube, ich habe keinen Deck-Talk mehr. Wenn ihr die Chance habt, spielt das Deck. Es wird euch nicht lange Freude machen. Aber so für den Anfang ist es mal ganz cool, sowas auszutesten, weil das ist halt was, das kann halt Legacy. Und manchmal ist Legacy halt dämlich. Und dieses Deck hier ist dämlich. Wenn der Gegner nichts hat, hat man einfach meistens gewonnen. Weil das für alle Decks zählt. Egal. Wenn euch das Deck-Tag trotzdem gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wirklich. Gerade bei diesem Deck-Tag würde ich mich wirklich freuen. Und wenn ihr das noch ein bisschen durch die Gegend schert an Leute, die, wo ihr denkt, dass die solche Decks noch nicht kennen oder Legacy noch für cool halten und dann ihr euch denen zeigen könnt, dass Legacy eigentlich ziemlich dämlich ist. Ja. Also dämlich sein kann. Nicht aus dem Kontext reißen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ablexit. Ciao, ciao.